Mein Name ist Stefan Schneider, ich bin Redakteur von Klasse gegen Klasse und wir sind heute hier auf der Demonstration des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus. Tausende Menschen demonstrieren heute gegen den Rassismus der Alternative für Deutschland. Unter anderem linke Antifaschistinnen, aber auch Organisationen wie die SPD, die Grünen oder die Linkspartei, die selbst als Regierungsparteien an der rassistischen Hetze beteiligt sind, Abschiebungen durchführen und den sozialen Boden bereitet haben mit ihrer Politik, auf dem die AfD wachsen konnte. Deswegen gibt es auf dieser Demonstration auch einen Blog, der sich von Jugend gegen Rassismus, gegen den Rassismus der AfD und gleichzeitig gegen den staatlichen Rassismus wendet. Jugendliche auf dieser Demonstration argumentieren dafür, dass ein Rassismus, dass eine antirassistische Politik, die sich gegen die AfD richtet, auch immer gleichzeitig gegen die Regierung gerichtet werden muss, da sonst das Problem nicht an der Wurzel gepackt werden kann. Deswegen demonstrieren wir von der Revolutionären Internationalistischen Organisation mit dafür, dass eben der Politik der AfD und der Politik der Regierung gleichzeitig eine antirassistische, internationalistische Jugend- und Arbeiterinnenbewegung entgegengestellt wird. Tausende Menschen setzen heute ein starkes Zeichen gegen die rassistische Hetze der Alternative für Deutschland. Ein Zeichen, das in Zeiten der rechten Welle in ganz Europa bitter notwendig ist.